2. März 2024. Einlauf in Rio. Gleich werden wir eine Panoramafahrt machen und werden über diese 13 Kilometer lange Brücke fahren. Hier bin ich nun am Theater in Rio. Mitten hier zwischen diesen Hochhäusern. Und davor ein schöner Platz. Und einige Gebäude aus der Kolonialzeit. Jetzt sind wir hier an der modernen Kathedrale. Jetzt bin ich hier im Inneren der Kathedrale. Hier sollen 20.000 Menschen Platz finden, aber nur steht. Auf geht's zum Zuckerhut mit dieser Seilbahn. Hier von der Zwischenstation geht's jetzt weiter oben auf den Zuckerhut. Hier vom Zuckerhut hat man einen sehr schönen Blick auf die Stadt. Und da hinten ist diese 13 Kilometer lange Brücke, wo ich gestern drüber gefahren bin. Herrlicher Blick. Hier vorne schaut man auf den Strand von Copacabana. Und dahinter liegt der Strand von Ipanema. Ein toller Blick. Und gleich geht's weiter. Nach dem Zuckerhut kommt die Jesusstatue, die da oben ist. So, jetzt bin ich bei dem Jesus angekommen. Da ist er. In voller Größe. Wie immer ein riesen Rummel hier. Und nun mal der Blick von oben von der Jesusstatue. Da liegt die Stadt uns vor Füßen. Die Bucht von Rio. Und da hinten ist der Zuckerhut. Ein Blick nochmal hier runter auf das Stadion, wo Deutschland Fußballweltmeister wurde. Das war ein Erlebnis. Letzter Blick auf den Strand von Copacabana. So.
leider können wir nicht aussteigen. Die ehemalige Hauptstadt Brasiliens, Salvador Bahia, erreicht. Heute Nachmittag gibt es einen Ausflug zur Stadt. Aber erstmal muss diese dicke Wolke weg. Jetzt sind wir hier in Salvador Bahari an dieser Kirche. Die Kirche heißt Das Gute Ende. Es ist im Fall wahnsinnig heiß hier. Jetzt bin ich im Inneren der Kirche. Das sieht ganz gut aus hier. Meine Güte. Hätte man von außen nicht gedacht. Hier ist das Kloster Montserrat und von hier hat man einen sehr schönen Ausblick auf die Stadt. Die Oberstadt mit den vielen Hochhäusern. Luxuswohnung. Und hier vorne liegen die Schiffe, auch unseres. Und hinten auf dem Berg die Abendsonne. Heute sind wir in Brasilien in Natal. Eine Großstadt. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Vom Hafen in Natal sind wir hier zu diesem Ferienort der Costa Negra gefahren. Besonders schön erscheint es mir nicht hier. Zwar sind die Strände sehr schön, Sandstrand. Aber die Umgebung lässt zu wünschen übrig. Insbesondere hier diese riesigen Hochhäuser. Hier bin ich jetzt in einem vor Natal. Hier waren die Portugiesen und haben ihre Herrschaft abgesichert. Von der Vormauer hat man einen sehr schönen Blick auf die Stadt Natal und diese Riesenbrücke, die den nördlichen mit dem südlichen Teil der Stadt verbindet. Dieses Fort ist im 16. Jahrhundert erbaut worden, die Brücke etwas später, 2007.
Letzte Station der Panoramafahrt durch Natal. Hier ist die Kathedrale. Von innen nicht begeisternd. An diesem schönen Platz hier. Die Fahrt durch Natal hat gezeigt, viele verfallene alte Häuser und Hütten, große Armut, nicht besonders interessant, aber jede Menge Autos. Hier noch ein schönes Denkmal, auch angemalt. Und so verabschiede ich mich aus Natal. Einladung ins Wiener Kaffeehaus. One more second, yeah. Erste Station in Belem ist hier dieser Markt. Hier gibt's alles. Hier sind wir jetzt im Fischmarkt. Am Geruch merkt man es. Nach dem Markt kommen wir nun Richtung Kathedrale. Jetzt sind wir an der Festung angekommen. Hier haben die Portugiesen die Franzosen und Holländer weggejagt. Im 16. Jahrhundert. Von hier aus hat man einen sehr schönen Blick über den Markt, wo wir eben waren. Und die Stadt. Das Fort hat nichts Besonderes zu bieten, außer einigen Kanonen. Jetzt bin ich hier in der Kathedrale. Das ist schon imposant. Die letzte Station hier in Belem ist der Botanische Garten. Hier sind Pflanzen und Tiere aus dem Amazonasgebiet zu sehen. Dieser Baum gehört hier zu den größten im Amazonasgebiet, wobei ich jetzt sagen muss, die Feuchte hier bei 90% ist fast nicht mehr auszuhalten. Hier sieht man Wasserschildkröten, die im Süßwasser leben.